Herr Ecki Schmidt, bitte in die Gaming-Abteilung kommen. Herr Ecki Schmidt, ja, bitte. Ja, ja, ja. Das Buch. Hallo, liebe Gaming-Freunde und natürlich auch Heimkino-Freunde. Großbildfreunde. Und Großbildfreunde. Wir haben heute hier etwas für euch vorbereitet. Und zwar haben wir hier die X-Modelle, die neuen X-Modelle. Genau. Von der Firma BenQ. Genau, die Gaming-Modelle, die man immer an diesem schönen orangefarbenen Rallye-Streifen erkennt. Ganz genau, da gibt es auch ein ganz spezielles Logo, das blende ich gleich jetzt hier im Bild ein. Genau. Wir haben hier zwei Modelle. Wir haben einmal den X3100i und wir haben den X500i. Und das ist im Prinzip ist das jetzt, gehören die jetzt zu einem Line-Up, die ganz gewisse Neuerungen haben. Fangen wir jetzt erstmal hier an. Wir haben also hier bei dem X3100i haben wir hier ganz neu einen Lens-Shift vertikal. Da kann man im Prinzip das Bild auf der Wand im Prinzip positionieren, ohne etwas zu rechnen, also nicht auf Kosten des der Latenz. Was ist denn eigentlich der beste Gaming-Beamer? BenQ X3100i. Genau. Ich kenne das Gerät, ich habe ja tatsächlich den Vorgänger auch zerlegt davon. Ist ein 4-LED-Beamer, beides sind 4-LED-Beamer. Das ist eigentlich eine Spezialität von BenQ. Die haben ja diese 4-LED-Light-Engine, die machen sie auch in Heimkino-Geräten. Die haben den Vorteil, diese 4-LED-Light-Engine, dass die sehr viel Licht erzeugen. 3300 Lumen ist für einen LED-Beamer extrem viel. Ist auch objektiv viel. Aber ein Beamer muss ja, ein Gaming-Beamer muss ja hell sein. Man will ja nicht in der Dunkelkammer immer nur spielen. Macht auch Spaß, aber genau. Man will ja überall spielen können. Und es ist extrem langlebig. Gerade beim Zocken, bei Spielfilmen, bei meinem Kinoprojektor sind die Stunden nicht so gravierend. Ein Film ist 2 Stunden lang, guckt man vielleicht ein, zwei um die Woche. Manche vielleicht auch am Tag, aber auch dann ist das. Aber Gaming, wenn man richtig ernst meint, da kommt man schnell 5, 6, 7, 10 Stunden zusammen. Ne? Genau. Einmal die Nacht durchgezockt, schon 12 Stunden um. Deshalb hält dieses Gerät mindestens 30.000 Stunden. Und da ist es auch nach 30.000 Stunden nicht kaputt. Erst nach 30.000 Stunden und nicht mehr so hell. Ja. Das heißt, das ist länger als ein Fernseher. Mindestens so lange wie ein Fernseher. Ja. Das extrem lange Lebensdauer. Und Input-Lag, um deine Frage auch endlich zu beantworten, muss natürlich entsprechend gering. Bis zu 4 Millisekunden. Man kann den in verschiedenen Frequenzen ansteuern. Hängt natürlich von der Konsole oder dem PC ab. Muss man euch wahrscheinlich nicht erklären. 240 Hertz, 120 Hertz, 60 Hertz. 60 Hertz normales Standard-Videosignal für Gaming. Da hat er eine Latenz von 16 Millisekunden. Bei 120 Hertz die Hälfte, 8 Millisekunden, wenn man 240 Hertz zuspielt, was bei Full HD immer noch geht, bei Full HD-Auflösung, dann sind wir bei nur noch 4 Millisekunden. Das ist unglaublich schnell für einen Beamer. Ich glaube, das ist auch momentan ein Rekord unter den Beamern. Dann habe ich noch eine gute Nachricht, auch an die Gamer. Wir haben, oder wir decken hier 100% DCI-P3 ab. Ja, das ist, ich bin ja selber nicht so der Spielexperte, aber auch bei den Spielen geht es natürlich Richtung HDR, große Farbräume, kann er alles abbilden. Und für Filme kann man das auch nutzen. Wenn man eine Hybridnutzung will, damit auch Spielfilme gucken will, dann macht sich das nützlich. HDR kann er auch. Der kann sogar 24p. Ja, also ist tatsächlich auch als Kombigerät geeignet. Ja. Genau. Was kann denn der BenQ X3100i? Der kann 4K, HDR, ALLM, 24p, 100% DCI-P3, ARD, ZDF, RTL. Nee, der kann Netflix, der kann Amazon Prime, der kann YouTube, der kann... Bei dem X500i haben wir ein Objektiv, das beispielsweise von, ich glaube, 0,6 bis 0,9 oder... Genau, richtig. Also das gilt immer zur Bildbreite. Das heißt, er braucht weniger Abstand zur Wand, als das Bild breit ist. 0,6, wenn man jetzt 2 Meter Bildbreite hat, dann... steht er 1,20 Meter maximal weg. 0,9, dann wäre er so bei 1 Meter... Oder 0,6, ne? Genau, dann steht er 1,20 minimal weg und maximal 1,8. Genau, das kann man sich ja vorstellen. Also er braucht extrem wenig Abstand. Ja. Das hat bei Gaming den Vorteil, dass man ihn vorne platzieren kann.
Gaming Beamer will man ja nicht unbedingt dauerhaft installieren. Ja. Das ist ein Heimkino Beamer, installiert man dauerhaft, weil man den nicht für jedes Mal auf und abhängen will. Gaming Beamer kann man aber, weil die eben kürzere Abstände haben, erst nicht ganz so kurz von den Abständen, erst von 1,2 bis 1,5. Die kann man halt auf den Tisch stellen. Die kannst du auf den Couchtisch stellen, anmachen, zocken und wenn man fertig ist, kann man auch wieder wegfahren. Also wir haben hier beispielsweise wird auch ALM unterstützt, also Auto Low Latency Mode haben wir hier mit drin und ja generell, du hast es schon angesprochen, 4 LED, das ist die modernste Technik, die hat auch im Moment glaube ich auch nur ein weiterer Hersteller außer BeQ, aber nicht als Gaming Beamer. Also da sie gehen auf Laser. Laser hat den Nachteil, dass es von den Farben nicht so brillant ist. Also LED ist von den Farben schon super, gerade für Gaming, wirklich. Das ist, wir haben aber hier prädestiniert für Gaming. Für die absoluten Zocker unter euch können wir euch jetzt schon mal so viel verraten, dass wir das BenQ hier eine praktische Möglichkeit gibt, Presets abzuspeichern. Die soll es auch demnächst downloadbar geben für verschiedene Spiele. Genau, das ist so nach Genre. Ja. Da gibt es für Rollenspiele einen Modus, für First-Person-Shooter gibt es einen Modus. Ego-Spiele. Für Autorennen gibt es einen Modus. Das heißt, das ist dann so abgestimmt auf dieses jeweilige Genre. Das ist, finde ich, auch eine ganz vernünftige Sache. Bei manchen Spielen kommt es ein bisschen auf die Durchzeichnung schwarz an und so weiter. Das ist bei manchen, also das ist auch ein sinnvolles Feature. Genau, das Ganze, das kann man dann praktisch über den USB-Eingang, könnt ihr diese Files im Prinzip laden und auch verwenden. Und ja, also das wird auf jeden Fall, ist es ein riesiger Mehrwert und natürlich auch kompatibel mit allen möglichen Spielekonsolen. Ja, der erkennt auch, er merkt selber, mit welcher Spielekonsole er verbunden ist. Wenn du den jetzt an der Xbox oder der PlayStation, dann kriegt er mit und dann stellt er sich auch entsprechend ein. Das ist auch eine echt gute Sache. Also genau, das wird ziemlich Plug and Play. So ein neuronales System sein, KI gesteuert, also was weiß ich, oder dass das Gerät das Ganze eben erkennt. Ja, die HDMI tauschen die Informationen aus. Ja. Siehst ja auch, wenn du am PC erkennt man ja oft die Quellen. Nicht? Und genau, und wir haben hier auch ein Android-System drin, da kannst du vielleicht auch... Stimmt, da sind wir nochmal mit dem Thema Hybrid. BenQ stattet fast alle Geräte mittlerweile mit Android aus. Android in der Form, da wird so ein Dongle, hier sieht man das gut, hier ist das, glaube ich, im Gerät, hier ist so ein extra Schacht, da wird so ein Dongle eingebaut und dann ist das Gerät Android, er startet das mit Android und dann hat man die ganzen smarten Google TV Option. Ja. Also Streaming, ich glaube, das sind sogar die Fernbedienung. Und kann man damit auch noch Filme gucken. Ich weiß gar nicht, ich glaube, der Android-Markt hat da noch ein paar Spiele, wenn wir schon beim Gaming sind. Es gibt da verschiedene Apps und man hat praktisch Smart TV noch vor sich. Das ist auch eine wirklich schöne Sache. Also ist nicht nur ein Gaming-Beamer, ist, wie ist der etwas antiquierte Begriff, Multimedia. Genau. Ja, und ansonsten die Qualität, da brauche ich nur so viel dazu sagen. Wer weiß, was BenQ bedeutet, der sieht auch genau dieses Produkt in der Qualität hier auf dem Tisch und hier bei Iggy. Und zwar sind Bringing. Auch vom Design ganz gut gelungen, finde ich. Ja, Bringing Enjoyment and Quality to Life. Und genau das haben wir hier. Das sagt ja hier die Marke aus. Und auch der Vorgänger, du kennst ja auch den Vorgänger, den X3000i, den hatten wir, glaube ich, auch mal gemeinsam vorgestellt. Das kann sein, ja. Und der war auch schon sehr erfolgreich. Ja. Ja, also wir können da sagen, auch das Bild hier beispielsweise wird hier auch 24p unterstützt. Ja, ja, wie gesagt, als Gaming-Beamer sehr gut und sogar als Heimkino-Beamer nutzbar. Das ist schon eine schöne Sache und hält halt ewig. Das ist sehr solide Technik. LED mit DLP-Technologie, DLP-Projektionstechnologie, das ist eigentlich die solideste Kombination, die es gibt. Trevolo, da kannst du noch mal was dazu sagen. Trevolo, genau. Spiele bestehen ja nicht nur aus Bild, sondern auch aus Ton. Jetzt kann man natürlich irgendwo eine Soundbar hinstellen oder manche haben vielleicht auch eine Stereoanlage daheim.
Aber wenn man das nicht hat, dann haben die Beamer eigentlich immer den Nachteil, ja, man hat ein schön großes Bild, aber der Ton ist viel zu dünn. Und tatsächlich bei Videospielen ist das auch ein großer Erlebnisverlust, wenn man einen schlechten Sound hat. Deshalb hat man hier ein richtig leistungsfähiges Tonsystem. Das ist auch ein Grund, gerade bei diesem Gerät, wieso es so groß ist, also so hoch. Man hat hier ein Soundsystem verbaut, das wirklich Volumen hat, also das wirklich Soundbarniveau irgendwo erreicht. Und man kann tatsächlich auch einstellen, manchmal ist der Beamer auch irgendwie unglücklich positioniert. Man kann das sogar so konfigurieren, dass das halt räumlich klingt. 3D 3D? können sie auch beide, ne? Ja. Und Habe ich ehrlich gesagt noch nicht ausprobiert, aber funktioniert garantiert. Das ist genau, das unterstützen die das auf jeden Fall. übliche System mit den Shutterbrillen. Ich habe gerade noch mal eben gerade noch mal nachgeguckt. Also wir haben hier der X500i, der kostet 15,99. Und hier muss ich jetzt gerade mal gucken. Der Straßen- und der Listenpreis sozusagen. Genau. Und zwar haben wir hier 2,399. Und ich glaube, der hat jetzt ein Preset mehr, was er unterstützt. Genau, richtig. Der hat ein Video-Preset mehr und ist natürlich heller. 1100 Lumen heller. Genau. Das ist und vom Soundsystem noch mal ein bisschen. Also das sind so die Ja, ich habe Unterschiede. jetzt mal geguckt, also bei dem X500, da haben wir, also i, haben wir ca. 87% DCI P3 und hier haben Ah wir ja, 100%. er hat 100% DCI P3, also wie gesagt, diesen Kinofarbraum. Er hat 87, ist aber auch ein sehr guter Wert. Also sie können sehr kräftige Farben. Das können sie auch mit viel Licht. Das ist eben gerade die schöne Sache an der LED auch. Genau. Ja, und wer da, sagen wir, auf der sicheren Seite sein möchte, der kann hier eine Wertgarantie mitkaufen. Das ist ja auch eine ewige Diskussion. Ja, da kann man im Prinzip auch, wenn man da jetzt Kaffee oder was weiß ich, während dem Gaming da was drüber schüttet. Und das ist dann alles mitversichert. Ne? Das findet man auf der Seite. Wenn ihr mal ganz runter scrollt, und ich denke, das ist auch überschaubar, was das jetzt kostet. Jetzt kann man 3 oder 5 Jahre kann man da wählen und einfach mal rumspielen. Vielleicht ist das ja von Interesse für den einen oder anderen Gamer unter euch, der dann vielleicht schon mal so ein Erlebnis hatte. Und das wäre dann abgesichert. Ja, ganz an der Stelle möchte ich noch erwähnen, weil du gerade die Preise genannt hast. Manche würden sich sagen, das ist ja teurer als manche anderer Beamer, den ich gesehen habe. Ihr müsst aber berücksichtigen, das sind LED-Beamer. Das ist moderne Technologie und extrem lange haltbar. Das, was man beim Kaufpreis bei den Lampenbeamern spart, gerade als Gamer, das hat man dann schnell, also beim Kaufpreis, das gibt man dann an Lampen aus. 30.000 Stunden, das sind wirklich 10 Lampen. 10 Lampen sind deutlich teurer als die Kaufpreis von diesem Gerät. Und jetzt habe ich noch was ganz Spannendes für euch und das wollen wir euch dann später auch zeigen, denn ihr könnt hier bei beiden Modellen könnt ihr ein Fadenkreuz Ja, da anwenden. haben wir noch ganz vergessen, richtig. Für Das die ist echten Profis, gerade so bei Shootern, da ist ja die Bildmitte oft entscheidend, wirklich das Zentrum, kann man hier tatsächlich einblenden. Noch, weil das Spiel das nicht hat, hat man immer noch genau genau. den Zielpunkt da vor Augen. Das kann auch noch ein Wettbewerbsvorteil bei Multiplayer Game sein. Ja, also seid gespannt, bleibt dran und wir testen das Ganze jetzt. Bis gleich. Konfiguration. Ah, da sehe ich schon das Fadenkreuz. Guck mal, Kai. Machen wir es mal direkt. Ja. Ach, das kann man sogar noch positionieren. Das muss nicht in der Bildmitte sein. Da habe ich schon was gelernt, hä? Ja. So, jetzt. Ah, okay. Und dann gibt es noch einen Fadenkreuztyp. Ah, das kann man auch noch einstellen. Das ist ja interessant. Genau, das sieht man jetzt hier alles unten am unteren Bildschirmrand. Und in Ja. der Mitte ist jetzt hier das Fadenkreuz. Sehr, sehr beeindruckend. Also jetzt kann man ja nochmal die Bildmodi hier testen. Ist ja eigentlich mal ganz cool. Sagen wir jetzt hier, das haben wir, glaube ich, vorhin schon mal erwähnt, gegenüber dem 3000er.
dem X3000E. Also das war der Vorgänger? Das war ja der Vorgänger. Haben wir jetzt Netflix? Wir haben jetzt Netflix, wenn man streamen will. Netflix streamen direkt über das Wi-Fi-Netz. Ne? Ja. Und aha, jetzt können wir hier noch unser eigenes Fadenkreuz. Das ist jetzt unser eigenes Fadenkreuz. Das sah genauso aus wie das von eben, von dem Spiel. Interessant. Hm. Ja, man kann eben auch selber mit streamen. Machen wir ja auch gerade über YouTube. Man hat Netflix, man hat Amazon Prime, man hat Disney Plus, glaube ich. Ach guck mal, das ist jetzt unser eigenes Zielkreuz. Das habe ich jetzt. Ja. Cool, wa? Ja. Ja, und man muss sagen, so groß spielen ist schon eine andere Qualität als auf so einem kleinen Monitor. Ja, das ist eine andere Liga. Genau. Auf jeden Fall. Allerdings, das weiß ich aus eigener Erfahrung, spielen wird dadurch nicht leichter, weil eben das Bild gerade so groß ist. EA Sports. Ecke kommt von Kimmich. Kein Problem, geklärt von Hummels. So, gleich noch eine Ecke. Und das Tor hier noch einmal in der Wiederholung. Und damit sind sie nun mit drei Toren vorne, machen heute wirklich einen exzellenten Eindruck. Thank you.
gut, jetzt hier die Qualität, die hängt natürlich jetzt auch da. Das ist ja nur gestreamt. Ist ja kein echtes Spielmaterial jetzt. So sieht's aus, haben wir jetzt auch keinen, das ist kein LAN, sondern den WLAN. Ja, genau. Und wir wissen jetzt nicht, ob YouTube jetzt hier 1:1 100%. Genau, nein, natürlich ist die Spielekonsole berechnet das ja in Echtzeit. Da sieht das natürlich noch mal besser aus. Richtig. Trotzdem ist das schon beeindruckend. Ja, gut. Ich denke, dann sind wir jetzt erstmal durch. Ja, also wirklich ein für den Spieler, der sonst schon alles hat. Genau. Schlag zu. Und bis dahin vielen Dank fürs Zuschauen und macht's gut. Jo, tschüss. Ciao. Okay. Do good, do great, and they talk bad on you. No need, no face, cause they're not factual. I won't stay too long here, I'm just passing through. I might hit the bank and get a bag or two. My mama asked me why you got that cash on you. Second you switch up, they might get mad at you. No, you're not my friend, so no, I'm taxing you. You are like my sons, I'm going dad on you. Okay, good job, good job. Get my no prob. Hit my line, you're irking me. I hit that woosah. No, I don't got perks on me. I sleep good on God. Spend that money, make it reappear. Ta-da. I've been getting paid. I've been eating good. I've been putting muscle weight. If I got a problem, I just call my brother Babe. This is like a warning shot to get up on my face. This is like a warning shot to get up on my way. This is like a warning shot to get up on my leg. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. My girl said I'm a dog, but all dogs go to heaven. Thank the Lord when I wake. I've been sleeping like a baby.